Außer Begrüßung incoming in 3, 2, 1, Prayers! Nein, so Freunde, willkommen zu Let's Play Illusion of Time. War's doch, oder? Ich denke schon. Ja, beim letzten Mal haben wir hier... Ja, blablabla, bla, bla. Wir können hier nicht mehr springen, voll vergessen. Und es laggt. What the fuck, war das denn? Skype, nerv mich nicht. Ich höre mich gerade selber. Würden Sie bitte die Mikro ausschalten? Dankeschön. So, weil meine Stimme im Kopf, ihr wisst schon, damit Mikro. Ja, eine Stimme im Kopf braucht ein Mikro. Sehr logisch. Ja, wir lassen mal den Tempi erforschen und jetzt geht's weiter und... Wir sehen, ich ahne Übles. Oh! Stimmungsvolle Musik. Okay. Ein Gerät. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Ich kann nicht angreifen. No! Ich werde hier einfach sterben. Ich werde geopfert und so. Oh, Sekunde. Muss noch gucken. Entschuldigung. Schmeckt gut. Äppler. Zerstörung für die Zähne. Und Vernichter von Hals. Will, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Schäume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen. Nein, ich will nicht ins Totenreich. Und in die Welt der Lehrer. What? Me City. Ich Stadt. Toll. What the fuck, ist das die Zukunft? Ja, ist sie echt hässlich. Aber es ist wirklich die Zukunft. Autos. Hey, da steht meiner. Yay! Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau. So wie die Statue in Kral. Du, es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich? In diese fremde Welt? Bäume wurden durch Gebäude ersetzt, Flüsse, Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben. Wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Geh nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal, bringe ihnen Erlösung. Was? Als Grilllicht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonrose in meiner Hand hielt. What the fuck ist eine Gorgonrose? Gorgonrose, Gorgone, genau, lass uns selber das grüßen. Du hast die Gorgonrose erhalten. Sehe schon. Ja. Gorgonrose macht Versteinerung rückgängig. Okay. Sind wir eventuell losgegangen, weil irgendwie versteinert wurde und wir wollten ihn retten? Deswegen sind wir eigentlich schon mal auf die Reise gegangen. Gute Frage auf jeden Fall. Oh, ich dürfte den ganzen Weg hier laufen. Toll. Yeah, oh, das hat ja gelohnt. Ich hätte ja noch irgendwie in den letzten paar Tagen so reinquetschen können. Oh nein, ich wollte es ja spannend machen. Ich dachte, hier kommt voll die epische Sache oder so. Aber nein, ich wurde mal wieder verarscht. Yay! Okay, egal, der Weg sollte nicht so weit sein. Alle kein Ding, easy la peasy. So, was haben wir gesehen? Wir sahen die neue Welt, komischweise, also eine andere Welt, eventuell eine Parallelwelt. Oder er hat uns die Zukunft gezeigt, wie sie sein wird. Wobei ich eher auf Parallelwelt tippe. Und es ist ja so wie die heutige Zeit. Grau, grau und nochmals grau. Mit vielen hässlichen Straßen. Und Autos und so weiter und so fort. Wobei ich sagen muss, wieso musste ich jetzt sowas sehen? Das war ein ekelhafter Anblick. Was für mich diese menschliche Leichenhalle, whatsoever das war. Es war auf jeden Fall creepy und wir gehen raus. So, jetzt müssen wir hier durchboxen. Die letzte Aufnahme ist auch schon ein paar Tage her, also wundert euch nicht, wenn ich mich verlaufe oder so. Oh, wow, schon den Weg gefunden, aber sehr, sehr schwer. Ich habe gerade den Abteil verwechselt. Ich sehe schon, ich bin nicht ganz bei Sinnen. Es fehlt dennoch noch zwei Lebensupgrades. Aber immerhin, Max und Continuous, also geil! Hui! Es ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Ah, ich glaube hier links. Nee, warte, da hinten gab es auch eine Abkürzung. Oder? War das da hinten? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Gab es hier eine Abkürzung oder so? Nein. Oh, nervig. Egal. Mal sehen, was heute noch so folgt. Irgendwas wollte ich sagen. Wirklich? Was? Wirklich? Ernsthaft ist? Abgesehen davon, dass mein WLAN scheiße ist, weil es heute schon wieder für 3 Stunden abgeschmiert ist. Holt euch LAN. Am besten 16.000 DSL. So wie ein Let's Player Blacky.
also Blacky Let's Plays, klar. Ich verlinke ihn einfach, weil ich kann und weil er cool ist, wir machen zusammen Let's Plays. Also liebt ihn, so wie ich das tue. Und aufgrund seiner Haare, weil seine Haare sind toll. Jo, Garten. Tolle Beschreibung. Jetzt müssen wir uns wieder durchknobeln. Kann nur schlimm werden. Wenn ich mich gerade frage, wenn wir jetzt Fridan einen Dungeon verlassen, verwandeln wir dann vom Dungeon zurück oder sind wir da einfach klein? Oder können wir jetzt während Fridan rumlaufen und alles vernichten? Wäre interessant zu wissen. Ich werde es nie erfahren. Stimme im Kopf, was sagen Sie dazu? Wo geht's weiter? Ach da. Na, meine Frage, was da genau passiert, wenn man jetzt Fridan einen Dungeon verlässt. Okay, kurz bevor man rausgeht, aber meine Sicht zu will. Das zeigen wir natürlich kurz, weil es kann. Wie kommt man sich doch verwandeln? Mann, jetzt vergolde ich hier schon 30 Millionen Jahre. Alles deine Schuld. Nein. Los geht's. Tally-ho. Zum Glück sind die nicht mehr nervige Gegner. Oder diese billigen Golems. Und ich habe vor dem Panik gehabt. Muss ein Traum gewesen sein. Hoffentlich ist das auch kein Video. Nein. Nerviges Dungeon-Geblödel. So, ja. Will kann keine Büsche das schlagen oder durchgehen. Game Logik lässt grüßen. Okay. So, einfach zu Fridan verbinden. Yo! Will diktiert zu. Na, 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 na. Fridan, so. Warum ich das gerade getan habe, ich weiß es nicht. Ich bin auch nur ein Let's Player. Ich verdiene auch nur meine Brötchen. Ich wäre fast reich geworden. Da kam so ein Typ wie Kong. Ja, er hat mich schon gestohlen. Jetzt wisst ihr die ganze Wahrheit. Die abonniert ihn. Nein. Nein, nimm das nicht so ernst. Ich will hier nur unterhalten, wie ich diese Spielspiele, das ich absolut nicht kenne. Ich kenne es wirklich nicht. Und irgendwann muss auch mal zu Ende sein. Also, ich habe kein Problem mit dem Spiel. Ich meine, es kann doch von mir so noch Jahre des Lebens weitergehen. Also, jetzt nicht eventuell Jahre, weil das wäre uncool. Aber das Spiel ist toll. Es hat zwar ein, zwei nervige Stellen gehabt, aber sonst. Erdbeben. So. Schön. Macht Spaß. Aber sonst. Du. Nein, Kugel, geh nicht ohne mich. Ich seh dich nur nicht. Du. Verdammt, kannst du schnell rennen wie die Kugel. Hey. Du hast mich angelogen. Ich verwandle mich gar nicht zurück. Ja, hier bin ich jetzt zurückverwandelt, aber ich dachte vom Dungeon, jetzt kommt so eine epische Animation mit NEIN! Und dann ist Fridan tot. Wahrscheinlich war nur einfach nur der Dungeon gegen mich. Egal, so, wir sind in Kral. Was sollen wir jetzt hier tun? Hä? Hey? Was war nochmal Kral? Wow, ich hab so viel ausgeblendet. Halleluja! Topless Fair. Ach so, hier waren welche versteinert? Habt ihr mir eine Keule aus übrig gelassen? Nein, natürlich nicht. Ah, hi! Danke, wie ihr mir heute wieder geholfen habt. Pennersäcke. Ich lerne von den Kindern ein Wort. In diesem Gegenschein des. Ja. Ihr seid auch nichts Neues, ne? Meine ich irgendwo so eine Statue auf Doom oder so? Sekunde. Ach so. Warum muss ich die befreien? Ach stimmt, wegen Mutter. Oh, Mutter. Oder so ähnlich. Statue eines Mädchens scheint schweigend. Du berührst die Statue mit der Gorgonenrose. Bla. Bla. Drei Frauen. Na, seid ihr leiden? Nein. Ich habe mich mit Zeichensprache verständigt. Die Tiere sind in der Wald sind in den Wald zurückgekehrt. Die Bewohner jagen sich nun nicht mehr gegenseitig. Toll! Was hast du mir zu sagen? Die Hilder wussten, dass es hier keine Nahrung mehr gab. Dennoch ließen sie die Kinder hier. Das ist grausam! Das ist Madness! Nein, das ist Illusion of Time! Nein. Gott, was ich hier wieder tue. Mein Gott. Händler kamen aus einer Stadt im Nordwesten. Sie haben viele Dorfbewohner mitgenommen. Ich kann nicht glauben, dass sie die Hungersnot der Menschen ausgenutzt haben. Auf der Stadt der Händler? Nö. Bereite alles vor und komm dann zurück. Kara, du hast halt wieder so ein Sprechsprachproblem. Du bist verwirrt. Das Mädchen übergibt schweigend ein rotes Juwel als Belohnung. Das rotes Juwel erhalten. Yay. Die Frau dankt dir. Und wie dankt sie mir? Streckt sie ihre Hand raus? Okay. So, wo ist hier nicht irgendwo noch ein Juwelenhändler oder so? Nein, stopp, ich will gar nichts ausrüsten. Ich hab nur drei Kräuter. Alter, voll übertrieben, wie viele Kräuter man gar nicht mehr bekommt. Also man kriegt noch voll wenige. Gibt's nicht irgendwo einen Juwelenhändler oder so? Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Okay. Yo, Mädel, let's go. Yo, lasst uns gehen. Ja, lasst uns gehen, damit ich mir die ganze Drecksarbeit machen kann.
Bürger Bimbo, ey. Ihr müsst euch mal vorstellen, Will geht einfach in irgendwelche Dungeon, verkloppt alles und jeden. Und was? Ich meine, die einzige, die vorwiegend mit bei war, war Lilly, weil. Lilia? Lira? Ich hab ihren Namen vergessen! Lilly, glaube ich. Wissenschaft Dao. Ja, Lilly, sag's doch. Die war jetzt mit bei und hat so wunderschön mit Taschenbier ausgeholfen, aber dennoch! Kein anderer hat mir irgendwie was getan. Also einen Gefallen. Dao, die Wissenschaft war unser nächstes Ziel. Das sieht aus wie Raubsteine aus Legend of Zelda. Sehr eklig. Saug mich auf! Saug mich auf! Ich kann diese Knallen schwer ertragen. Okay. Ja. Dies ist eine bekannte Händlerstadt, auch wenn die Stadt nicht danach aussieht. Bei diesem Sandsturm gehe ich nicht raus. Heul du mal rum! Heul du mal rum! Ich werde gleich sowas von weg. Wow! Meine Damen und Herren, willkommen in der Türkei. Nein! Es ist zufällig Will? Yo. Gut, ein Brief und einige Gepäckstücke sind von Bill und Lola für dich angekommen. Bill und Lola, Bill und Lola, Bill und Lola. Genau, die Großeltern. Das sieht aus, als würde er gerade etwas sehr Böses mit mir tun. Du hältst einen Brief und das Tagebuch deines Vaters. Danke, du Blaser, du. Dies ist da, die Wissenschaft. Kinder sieht man hier nur selten. Ach nee, wirklich? Wie kommt das nur? Danke, Watson. Man sieht, dieses Tier ist mir weiter vorausgewickelt in der Evolution. Es kann hüpfen. Will nicht. Ich habe heute gute Ware geholt. Solche Teppiche hast du sicher noch nie gesehen. Ey, ich wollte kaufen. Arschloch. Ich verpetz dich. Nein. Sekunde. So, dann müssen wir den Rest hier so durchchecken. Brief. Hallo, Will. Ich hoffe, es geht dir gut. Neil erzählt uns, dass du in Dao bist. Er erzählt uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Als ich das Gepäck deines Vaters durchsuchte, fand ich ein Tagebuch, das von einer Pyramide berichtet. Ich dachte, du könntest es gebrauchen, also schicke ich es dir. Sei vorsichtig, Bill und Lola. Oh, wie süß. Okay. Hat mir jetzt so beste Waffe im Spiel gegeben. Vaters Tagebuch, Tagebuch von Wills Vater. Enthält Infos über die Pyramide. Schön. Ich habe die Hieroglyphen verziffert. Niemand hat das jemals zuvor geschafft. Sie sagen, in der Pyramide sind Schlüssel, um das Rätsel der Geschichte der Menschheit zu lösen. Im ersten Teil steht, der Geist der Sonne erhebt sich am Horizont. Ich ging zur Pyramide und fand die gleichen Inschriften, doch hier fehlt eine Seite. Nein! Okay. Interessant, interessant. Im Osten steht Impergator, im Westen steht Relaxo. Wow, was geht mit dir, Betty? In der Nähe steht eine riesige Pyramide. Viele haben schon den Schatz gesucht, aber keiner hat ihn gefunden. Sei mal nicht so griesgrämig. It's Will! Okay. Wir sind Schatzsucher und dort drin gibt es einen Schatz. Die Pyramide besteht aus tonnenschweren Steinen. Mich wundert, dass sie nicht mehr Sand versinkt. Ja, es liegt an der Bauweise, mein Freund. Und Sand wird, wenn es gedrückt wird, egal. Keine Physik und so. Man erzählt sich hier eine alte Legende. Pyramide ist ein Reich der Toten. Sterbliche können nicht in die Kammern eindringen. Das sind die Gesetze. Die Pyramide ist ein riesiges Grab. Lebende können nicht eintreten. Ich kann aber die Tür eintreten. You will see and learn, my friend. My friend. Was denn hier so drin? Ja, Stadterkunden ist toll. Frauen bei der Arbeit. So wie das Leben sein sollte. Nein. Sie hat keine Zeit, um mit dir zu reden. Gib dir keine Mühe, sie wird dich nicht beachten. Sie hört dich nicht. Sie ist in ihre Arbeit vertieft. Penis. Nein, sie denkt nur an ihre Arbeit. Sie hört dich nicht. Diese Frauen knüpfen Teppiche. 40 Jahre wird es dauern, um diese zu vollenden. Diese Frauen begannen damit, als sie noch Kinder waren. Ihre Gabe wurde ihr Schicksal. Was? Warum braucht man bitte 40 Jahre für einen Teppich? What the fuck? Okay. Hey, Knasti, what geht? Ich glaube, er hat dich nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber seine Augen. Vorsicht, das ist kein Spiel. Verschwinde von hier. Verfolgt mich! Dafür will Zucker. Dafür will Zucker. Hi. Bist du in die Stadt gekommen, um Sklaven zu kaufen? Ich habe gerade wieder einen bekommen. Toll, die stellen alle Fragen und machen dann nichts. Das ist genau wie bei YouTube so, hast du Skype? Ja. Und jetzt? Oh, Schlangis, na komm her, Gucci, Gucci, Gucci. Oh Gott. Aber irgendwie sind die niedlich. Hast du jemals Snake Panic gespielt? Ich übe es gerade. Nein, habe ich nicht. Ah, schön. In letzter Zeit haben sich einige Dinge verändert. Der neue Präsident von Rolex führte den Frieden der Hände ein. Okay. Diese Stadt ist bekannt für Gewürze und Teppiche. Man sagt, dass die Teppiche für Schloss Edward 40 Jahre lang geknüpft wurden. Klar, ich kann nicht mehr lesen. Oh. Na du, bist auch manchmal alleine.
Das Mädchen über den Gipfel schweigt eine Botschaft. Sie enthält das Bild des Schakals. Ich erschauerte. Es war die Warnung des Schakals. Er lautete bereits auf mich. Ah, okay, passiert wieder dasselbe. Ach stimmt, ja, hat uns nicht so jemand verfolgt namens der Schakal oder sowas? War da nicht was? War da nicht was? Oh, oh. Keine Panik, die Feuerwehr wird dich retten da unten. Und ich, wow, und ich spare Wort auf Doom. War nicht irgendwas mit dem Schakal oder so? Ach egal, würde uns nichts tun. Hi. Stagpanks spielen? Jo, du musst versuchen, in einer Minute möglichst viele Schlangen zu treffen. Du startest, sobald du den ersten Grupp berührst. Okay. Hey, es sind hunderte von Schlangen. Ja. Ja. Hör auf mich anzulabern! Unfair. Der Typ hat mich behindert. Ja, okay, aber ich sehe jetzt auch nicht ein, warum ich jetzt immer hin und her rennen sollte. Also, ja. Okay. Hatte ich nur gesagt, eine Minute? Mir kommt das ein bisschen länger vor. Vor allem die armen Schlangen hier. Die hätten für Belustigungszwecke einfach eiskalt gequält. Was soll das für eine Botschaft sein? Quält die Tiere für Spaß? Das Spiel ist grausam. Es sollte in den Index kommen. So. Wow, ich habe seltsame Geräusche aufmacht. Auf Doom. Ah, ich kann nicht mehr reden. Irgendwas ist heute mit mir total kaputt. Ist nichts Neues an sich, aber naja. Man kann es ja erwähnen. Ja, wie lange geht das jetzt noch? Hat er nicht... Ah, die Zeit ist um. Du hast 49 Schlangen getroffen. Versager, was? Wie viele soll ich bitte treffen? Wie viele soll ich bitte treffen? Wahrscheinlich ist das für ein rotes Juwel oder sowas. Wahrscheinlich soll ich alle treffen oder so. Egal, keine Lust. Ich bin Juwelier, die Reise zwischen den Kontinenten. Ich bewahre 27 Juwel für dich auf. Bewahre mein... ja. Zeig mir dein Angebot. Für die Juwelen werde ich dich mit nützlichen Dingen eines Inventars verstauen. 30. Dunkle Kraft! Nein! Mir fehlen noch 3. Mann, oh. Okay, was soll ich jetzt tun? Ja, was soll ich jetzt tun? Ja. Ja. Oh, immer diese Anhaltspunkte, was man tun soll. Ich bin erstaunt. Hey, auf jeden Fall ist ein Speichergedöns da. Gehen wir mal rein. Man weiß nicht, wie lange jetzt schon der Part ist. Also ich zumindest nicht. Yo, geil, what geht? Yo, speichern. Yo, so, es lebt wohl. Okay, wie viel Zeit haben wir? Ah, okay, wieder ein bisschen. Verdammt, wieder ein bisschen zu viel. Nein, ich werde niemals die 50 Minuten gerade einhalten. Okay, so, Freunde, das war's für diesen Part. Würde ich mal sagen, im nächsten Part versuchen weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir zum Palast oder so, oder... whatever. Von daher, bis dahin. Tschüss.